Was haben Sie gemacht? Ja, ich ging rauf, gnädige Frau. Ich habe geklingelt. Ich habe an die Tür geklopft. Ich habe gerufen. Was haben Sie gerufen? Herr Stanitz habe ich gerufen. Ist was los? Es hat niemand geantwortet. Da habe ich den zweiten Schlüssel von unten geholt. Ich schloss auf und ich ging hinein. Ja, ich musste doch nachsehen. Ja. Da stieß mich plötzlich jemand beiseite. Ich flog gegen die Wand. Berthold lief an mir vorbei, die Treppe hinunter. Berthold? Berthold. Haben Sie ihn erkannt? Ja. Sie sagten doch eben, stieß sich jemand gegen die Wand. Sie sind hingefallen. Ja. Sie standen wieder auf, da war der Mann doch schon auf der Treppe. Da konnten Sie ihn doch nur von hinten sehen. Ja, es war aber Berthold. Es war Berthold. Wie können Sie so... Mörder, was reden Sie da? Kommissar. Der Junge kommt nach Hause. Zufällig. Er hat keine Ahnung. Er geht die Treppe hinauf. Er schließt auf. Er steht vor einem Toten plötzlich. Er steht hier angewurzelt. Der Schreck. Der maßlose Schreck, den er hat. Er fasst es doch einfach nicht. Er sieht die Pistole liegen, er hebt sie auf. Das alles haben Sie mir schon mehrere Male erzählt. Es klingelt. Es wird geklopft. Er macht auf. Schiebmann steht da. Der Mann hat doch keinen Verstand für einen Mann wie Schiebmann. Kann doch das Einfachste nur wahr sein. Ein Toter, ein Mann mit einer Pistole in der Hand. Natürlich ist das der Mörder. Begreifen Sie doch, Kommissar. Der Junge hat es in den Augen von Schiebmann gelesen, das Wort Mörder. Und da lief er los. Und er läuft jetzt noch. Ja, ich weiß. Ach, dann verstehe ich Sie nicht.